Ist so eine Stimmung in der Natur, die Nacht bedeutet, obwohl es Licht hat. Aber Nacht ist offenbar auch ein Rhythmus. Ist ja gleich. Ist ja gleich Mitternacht. So eine Andacht ist in der Natur, so eine Ruhe, so eine Warte. Es liegt so da, die Landschaft, so verhalten und erwartet einen neuen Tag.
Nach wie vor schlafe ich schlecht und stehe schlecht auf am Morgen. Zudem werden die Träume immer schlechter, geradezu hinterhältig in letzter Zeit. Heute Nacht war Marokko das Thema. Ausgerechnet Marokko, das mich noch nie im Entferntesten interessiert hat. Plötzlich steht dieses Wort im Raum, eine Art Leuchtschrift und alle wollen dahin. Meine Freundin verlässt mich mit einem Marokkaner, ich muss schon verstehen. Und dann besucht mich ein Freund aus Deutschland, der will aber auch nicht bleiben. Nein, der logiert bei einem Marokkaner. Da gibt's diese marokkanischen Häppchen, sagt er entschuldigend, diese unvergleichlichen Häppchen und Söselchen dazu. Sie sind halt echte Künstler. Schlecht gelaunt wache ich auf, von allen verlassen und verraten. Der Mund ist trocken, es zerrt an den Venen und plötzlich fällt's mir wie Schuppen von den Augen. Rache. Die Rache meiner Zigarette. Marokkan. Marokkan extra. Alles, was ich für meinen Selbstmord brauchte, war schon im Rucksack verstaut. Doch sicherheitshalber ging ich in den Supermarkt, um noch Verschiedenes einzukaufen. Kerzen, Batterien für das Radio, Magentabletten, Kölnisch Wasser, Rasierzeug, Spiegel und so weiter. Erster Tag. Ich habe aufgehört zu essen. Nachdem ich etwa eine Stunde zu Fuß gegangen war, beschloss ich, meine Hütte an dieser Stelle zu errichten. Der 11. August. Was soll ich tun, wenn mich jemand hier findet, bevor ich gestorben bin? Siebzehnter Tag. Am Abend höre ich das Summen von Insekten. Ich bin nicht allein. Das Radio ist nur noch so laut wie das Summen einer Mücke. Ich habe noch drei Kerzen.